Und hier packen wir mal Erde rein. Boah, hier haben wir noch einen Verschleiß an Spitzhacken. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So. So. Und hier packen wir das so. Okay. Das kommt so und dann... Haben wir denn noch 10 Stück? Ja, das langt. Oh, Erde. 1, 2, 3, 4. Hüpf. 1, 2, 3, 4. So, nehmen wir das weg. Haben wir hier nämlich auch einen schicken Eingang. Bisschen hoch aus. Voll hoch auflösend. Obwohl, das kommt ja noch weg. Die Erde. Die Erde kommt ja hier auch weg. Hier machen wir das dann einfach so. Hm, brauchst gar nicht schnell angeschlichen kommen. Hab ich wohl gesehen. Na, Erde. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Aber wenn hier noch Holz hinkommt, dann könnte man das hier ja eigentlich auch noch irgendwann dann wegreißen. Holz, Stein. Könnte man dann machen. Aber jetzt noch nicht. Was wollte ich machen? Deswegen bin ich hier raus. Ach, ich wollte da... Genau, ich wollte noch Holz holen. Aber erstmal müssen wir... Schmackofatz machen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Natürlich. Und dass der Baum hier an der Ecke steht, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, oder? Obwohl, können wir hier noch eine Fackel machen, denn ist ja nicht ganz duster. Und hier hinten nehmen wir dann die Eiche weg. So, hier. Fangen wir hier an. Haben wir zum Glück genug Eiche. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt brauche. Oh, da ist ja Buche. Fichte. Star. Sinn. Eigentlich wollte ich statt Minecraft jetzt Stoneheart aufnehmen. So Pre-Alpha 11. Aber irgendwie haben die da alle 20 Minuten einen neuen Patch rausgehauen. Oder es ist immer dasselbe und es gibt damit Probleme. Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich mir gedacht, okay, dann wartest du lieber nochmal. Und nimmst dann einen Tag später auf. Weil muss ich ja jetzt nicht auf Kotzen und Brechen biegen und machen. Gedingsen. Getut werden. Machen. So. Deswegen sind wir jetzt in Minecraft unterwegs und nicht in Stoneheart. Was mich immer wieder wundert, dass das so gut geguckt wird. Ich persönlich kann ja für mich sagen, wo die Faszination ist. Ich mag ja diese Wuselgeduselspiele, wo man wie bei Siedler zum Beispiel
die kleinen Figürchen sieht, wie sie denn was aufbauen und so weiter und so fort, da stehe ich ja total drauf. Dass das auch so gut geschaut wird, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Vor allem, wenn ich mir die Alpha 10 angucke, von der Playlist her, und dann die Alpha 11, Alpha 8 und 9, ist schon ein Unterschied. Aber gut. Das soll keine Beschwerde sein. Ganz im Gegenteil, ich find's geil. Da mir das Spiel auch sehr viel Spaß macht. Moin Jungs. Ja. Okay, hier wird ja sowieso noch einiges von weggerissen. Gegebenenfalls machen wir das auch dann wieder dicht. Auch wenn einige sagen, du bist schon ganz dicht. Stimmt. Aber ist ja kein Grund. Wie machen wir das denn hier? Machen wir das so. So. So, so. So. Nee, das darf ja nicht. Das kann ja nicht. Das darf ja nicht. Kann ja nicht. Sonst wird das ja. Das muss ja. Ja, und so. Verstehst du? Und deswegen muss das hier nochmal weg. Weil das muss ja. Ne? Und dann muss das. Und so. Deswegen müssen wir das so machen. Ja. So, so, so. Die Erde muss weg, die Erde muss weg, die Erde muss. Mensch, hau mal ab da. Ah. Aha. Das geht nicht. So, der muss weg, der muss weg. So, so, so. Jupp, so ist richtig. Das ist korrekt. Hier müssen wir noch eine Fackel dran machen, damit es auch ein bisschen hell aussieht. Was? Willst du mich treten? Pass bloß auf, du. Geht's wohl zu gut. Freches Stück. Jetzt muss ich da erstmal wieder hoch. Und dann nehmen wir hier schon mal die Erde weg. Das machen wir einmal bis da vorne. Damit ich denn ungefähr weiß, wie weit das alles hier gehen muss. Dann geht das noch zu weit. Aber ich darf es ja nicht. Darf nicht zu weit gehen. Das muss hier auch weg. So. Und dann kann hier das ganze Krempel kann dann weg. Hier nehmen wir das dann auch weg. Das nehmen wir auch weg. La 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 la. Okay, dann gehen wir hier mal von der Seite. Machen wir das so. Ja, ja. Okay. Wie machen wir das denn hier?
Also hier kommt ein Balken hin. Das müsste dann ja... Nee. Nicht korrekt. So. Das ist korrekt. Das hier kommt mal weg. Und das kommt hier alles weg. Weg. Ab mit seinem Kopf. So machen wir das. Ich habe schon wieder keinen Platz. Dafür habe ich ganz viel Erde. Muss mal eben was beiseite tun. Erde, Erde, Erde. Ach, ich hab hier noch. Und der packen wir auch weg. Na. Hier noch ein bisschen Eiche. Bauen wir hier ein Eiche hin? Na komm. Düpp, 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 düpp. Ein bisschen Schafsfleisch. In den Kopf. Dann nehmen wir das hier mal weg. Kennt von euch jemand Mousetrap? Das ist ein Spiel. Auf einer uralten Konsole. Und am Wochenende haben wir darüber geredet in der Familie. Und seitdem habe ich dann Ohrwurm von. Müsste man nach googeln. Gibt's bestimmt ein Let's Play von. Let's Play Mousetrap. Ist, ein... Ja... Im entferntesten Sinne ein Pac-Man-Klon. Eigentlich ist es ein Pac-Man-Klon. Wobei ich mir sagen würde, das ist ein Ladybug-Klon, aber wer Ladybug nicht kennt... Vermutlich keiner von euch. Müsst ihr einfach mal nachgoogeln. Ladybug. Wie gesagt, das sind beides Pac-Man-Clones. Wobei Mousetrap mehr ein Ladybug-Klon ist. Würde ich sagen. So, jetzt müssen wir das hier wieder dicht machen. Aber wir kennen hier die Pferdchen. Die sind ja immer ruckzuck. So wie die Herren Kühe und Schweine. Sind sie auch immer weg. La 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 la. Ich weiß gerade gar nicht, von wem Ladybug hergestellt ist. Zumindest auf der Konsole, wo es damals Ladybug gab, das ist CBS, da gab es auch Donkey Kong für. Donkey Kong kennt ja jeder. Ja, damals hat Nintendo noch keine eigenen Konsolen gemacht. Oder war das sogar eine Nintendo-Konsole? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube nicht. Müsste ich selber nachgucken. Oh Mann, ich schaue da gleich mal über Tablet nach. Das interessiert mich jetzt. Was das CBS, beziehungsweise wer das CBS hergestellt hat. Aber erst müssen wir hier alles schön machen. Alles schön, mein lieber Fühlen. So. Da haben wir hier die Mauer auch endlich fertig. So. Jetzt warte mal kurz. Ich greife mal eben zum Tablet. Da. Den Browser an. Und dann suchen wir mal nach
CBS Lady. Genau, Lady Di. Nein, Ladybug. Öffnen. Da, Collect Vision. Da gibt es tatsächlich YouTube-App. Okay. Da gibt es sogar ein Let's Play von. Also, wer das sehen möchte, Collect Vision Wikipedia. Erschien 1982. Grafikprozessor Texas Instrument, wer den noch kennt. Die Collect Vision war eine Spielekonsole von Coleco, die neue 1982 erschien. Grafik und Gamepad entsprachen etwa den Standard damaliger Arcade-Spiele. Okay. Die hatte die ähnliche Hardware wie der Atari 2600. Vielleicht kennt das noch jemand. Oder der Philips G7000. Vielleicht kennt die Konsole noch jemand. Aber dafür müsstet ihr ein bisschen älter sein. Denkt mal, die Leute, die so mein Alter sind, die kennen diese Konsolen noch. Also ich war damals 5, als das Ding auf den Markt kam. Jetzt könnt ihr ja euch ausrechnen, wie alt ich bin. Wenn nicht, oh, dann üben nicht. Okay. Ja, machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Okay, da was in die Ecke zu setzen ist eigentlich Blödsinn, weil von da und da kommen ja auf jeden Fall Steine rein. Brauchen wir das nicht machen? Wir könnten, was wir machen könnten, wäre, dass wir hier Erde entpacken und hier dann einen Block. So, damit das denn so aussieht, als wenn da auch so ein Balken wäre. Das könnte man tun. Aber wie machen wir das hier? Fangen wir mal hier an. So. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir den hier weg. 3. Guckst du mich an? Pferd. So. Au. 1, 2, 3, 4. Du stehst im Weg, Mrs. Viarites. Okay. Spring jetzt aber nicht runter. Das tut dir weh. Okay. Einmal ins Bettchen. Weil ich fick schon wieder durch da. Ich möchte mich wieder schlafen. Ja. Okay. Das sind dann auch 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das sind auch 4. Nur das sind keine 4. Aber das ist auch egal, weil da muss ja mit denen hier hinkommen. Okidoki. So, nehmen wir hier mal den Erd. Krümmel weg. Hier drinnen müssen wir das auch irgendwann dann schön machen. Gut, dann nehmen wir das hier wieder weg. Und wie ich schon angedeutet habe, werden wir das hier einfach wieder auffüllen. Weil wir die Erde brauchen können. Kommt einfach Kuppli rein.
Oh, Koppel, 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 Koppel. Hier kommt ja noch was vor. Das sieht man da nicht mehr. So, so. Und damit haben wir es dann auch wieder dicht. So. Du bist doch nicht ganz dicht. Okidoki. Ich wollte ja noch gucken, ob ich hier irgendwo den neuen Fidi finde. Was haben wir denn hier? Weißenstein. Achso, das ist Koppel. Ups. Wo habe ich denn den anderen Stein hingepackt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bist du hier? Nö. Nicht das, was ich gesucht habe, aber... Ja, sind auch 16 Stück. Das ist ja nicht wenig. Können wir denn hier den reinpacken? Aber auch so. Ist das so? Obwohl das hier schon wieder fast Verschwendung wäre, das sieht man nämlich gar nicht mehr später. Können wir auch Koppel reintun. Müssen ja nichts verschwinden. Oh, ah, ah. Schmerz in die Beine. Das soll doch nicht sein. Jo. Wie sieht das denn von da aus? Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Definitiv. Jupp, 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 jupp.